Willkommen beim nächsten Part von Let's Show Deponia 4 Doomsday. Ja, wir sind hier das letzte Mal erfolgreich durch das Tutorial gekommen. Sind in der ersten Szene angekommen und... Damit habe ich meine Raketenharpune zusammengebaut. Obwohl, Moment, das war auch nur ein Traum, oder? Ach, ist das alles verwirrend. Und nehmen erstmal die Sachen hier mit. Weil das können wir ja am besten. Knisterfolie. Hier aus dem Postbüro. Was hatte ich damit noch gleich vor? Ach egal, ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Aber mitnehmen? Ich lass sie einfach hier. Ach Mann, okay. Die Ofenklappe können wir aufmachen und nichts damit machen. Okay, gehen wir mal raus. Ja. Deponie. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Genau. Können wir das Seil mitnehmen? Nein, ich habe die Lasso-Nummer lange genug geübt. Wenn ich das nächste Mal werfe, dann um etwas zu fangen. Okay, was haben wir da? Ein Schrottbeutel. Können wir den mitnehmen? Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Okay, was haben wir hinten? Ein Gashebel und da haben wir Gläser. Gehen wir mal zur Glaspyramide und sammeln die Gläser ein. An die Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Nemo an mich selbst. Vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Na gut, gehen wir zurück in den Ballon und holen uns die Knickerfolie. Offenbar brauchen wir die Knickerfolie, ja. Okay, jetzt haben wir die Knickerfolie, jetzt kommen wir wieder raus zu den Gläsern. Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Ja. Hey, stopp! Sie können ja nicht parken, Sie! Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Ja, okay. Was macht denn der Gashebel da? Auf nach Elysium! Hä? Was ist denn jetzt? Ha, verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Wie dumm von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Okay. Der Ofen ist Außerdem also noch aus. Wollte ich doch Toni mitnehmen. Okay, gehen wir mal zu dem Falschparker und gucken, was der zu suchen hat. Hey, hallo, Sie können hier nicht parken. Kann ich die, ich kann die Szene verlassen, okay. Hey, du da. Ist das deine Schrottlaube? Ja, aber bitte halte dich fern davon. Und von mir auch. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ja, da sind wir uns ausnahmsweise einig. Aber da du nun mal hier bist... Wer bist du überhaupt? Wer bist du überhaupt? Mein Name tut nichts zur Sache. Ignoriere mich einfach. Würde ich ja gerne. Im Grunde darf ich nicht einmal mit dir reden. Zumindest solange noch unklar ist, ob wir ins selbe Universum gehören. Na, viel spricht nicht dafür. Jeder noch so kleine Kontakt muss unbedingt vermieden werden. Verstehst du? Kein Kontakt. Ja, was treibst du da eigentlich? Was treibst du da eigentlich? Das möchtest du nicht wissen. Glaub mir. Unbesehen. Dann hör auf, mir Fragen zu stellen. Kein Kontakt. Das ist essentiell. Was hast du nur getan? Darüber darf ich nicht reden. Es
Moment, was habe ich denn getan? Du hast beim Einparken die Gläser meiner Freundin zerdeppert. Himmel, Herbert, noch eins. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ich könnte eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes ausgelöst haben. Ja, aber meistens fängt sie sich nach ein paar Tagen wieder. Du verstehst mich falsch. Ich rede hier von Ascheregen, Magmaflüssen, ewiger Dunkelheit. Ja, ja, du kennst Toni, schon verstanden. Aber das macht die Gläser auch nicht wieder heil. Du hast recht. Ich muss etwas tun. Das meine ich aber auch. Lass mich überlegen. Überleg schneller. Ja, genau, überleg schneller. Eine Möglichkeit gäbe es da schon. Aber es wäre sehr gefährlich. Du willst doch nicht etwa... Doch, es muss sein. Sei kein Narr. Es muss eine andere Lösung geben. Wenn es sie gibt, sehe ich sie nicht. Ich fürchte, mein Entschluss steht fest. Ich werde... Nein! Die Zeit zurückdrehen. Nein! Du! Was? Ach so, ich dachte, du willst dich entschuldigen. Aber dein Vorschlag klingt besser. Gut nachgedacht. Holla, bravo, Mensch. Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Ich sagte, ich werde die Zeit zurückdrehen. Ja, Zeit zurückdrehen. Ja, nur zu. Super Plan. Aber wunderst du dich denn gar nicht? Du musst doch 1 Million Fragen haben. So, ja, na gut. Ja. Was ist denn aus kein Kontakt geworden? Dafür ist es nun zu spät. Das Unaussprechliche ist eingetreten. Aber wir können das ungeschehen machen, wenn wir meinen Plan befolgen. Gummistiefel wieder in Mode bringen? Ich meine... Die Zeit zurückdrehen. Hörst du auch immer dieses seltsame Dröhnen? Ja, das Dröhnen. Was ist die Quadratwurzel aus... Was ist die Quadratwurzel aus 237.169? 487. Aber ich meinte eigentlich eine andere Art von Frage. Eine, deren Lösung nicht so offensichtlich ist, ich weiß. Was treibst du da eigentlich? Ich suche nach Zeitanomalien. Toll, du hast eine gefunden. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin geradezu eine Singularität. Meine Anzeigen sprechen eine andere Sprache. Ignoranzösisch. Ich rede hier Ignoranzösisch, von Zeitspliss. Ja. Eine ernste Sache. Es ist wie Spliss. In der Zeit. Also meine Haare sind gesund und kräftig bis in die Spitzen. Der Quantenschaum kocht geradezu. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Und vielleicht wird es sich bis in alle Ewigkeiten wiederholen. Oh ja. Du klingst wie meine Freundin Toni. So, die allerwichtigste Frage, wer bist du überhaupt? Mein Name ist McChronicle. Ich arbeite an der Schrotthandelsuni in Porta Rustica. Du bist Professor? Wofür? Für alberne Kopfbedeckungen? Mein Fachgebiet ist Temporalphysik. Ich untersuche Anomalien auf der 4. Achse der Raumzeit. Tatsächlich? Dann kannst du mir ja sicher eine zeitbezogene Frage beantworten. Gut, möglich. Wann, lieber McChronicle? Ja, wann? Wann habe ich dich nach deiner Lebensgeschichte gefragt? Na gut. Na gut. Wie meinst du das, die Zeit zurückdrehen? Wie ich es sage. Ich habe ein Gerät erfunden, um Unfälle zu vermeiden, nachdem sie geschehen sind. Es speichert einen Zustand der Raumzeit ab, bevor ich rückwärts einparke. Also du hast eine Zeitmaschine erfunden und benutzt sie als Einparkhilfe? Du bist ein vierdimensionaler Waschlappen, McChronicle. Eigentlich sollte ich sie gar nicht benutzen. Man Aber er hat sich sie. Vor, diese Technologie würde in unverantwortliche Hände geraten. Oh ja, das wäre schlimm. Wo schalte ich das Ding ein? Ich hätte niemals hierher kommen dürfen. Ein Fehler, der sich ja leicht korrigieren lässt. Indem ich an dieser Kurbel hier drehe? Nein, warte! Tata, lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Was kribbelt denn da so auf der Fontanelle? Ist das etwa die synaptische Sensation, mich an Dinge zu erinnern, die noch gar nicht passiert sind? Hallo, Mr. Rufus. Hm? Was? Moment, ich kenne dich! Du bist McChronicle! McChronicle. Aber das hieße ja, du kannst dich erinnern? Na und ob?
Du hast die Gläser kaputt gefahren. Verblüffend. Nicht halb so verblüffend wie deine Popelbremse. Aber apropos verblüffend. Wie zum Kehricht ist das alles nur möglich? Wir reden gleich drüber. Kannst du mich bitte zuerst einweisen? Ich will meinen Fauxpas von eben nicht wiederholen. Du meinst den von gleich? Nein, ich glaube, es wäre jetzt bereits eben gewesen. Himmel, das könnte wieder einer dieser Tage werden. Bist du bereit? Ach, was soll's. Gib Gummi. Okay, wir können ihn jetzt einweisen mit einem Stopp und einem Kommen. 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 Ja, 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 ja. Nanu, da war doch eben noch ein Elefant. War da ein Elefant oder wird ein Elefant da gewesen sein? Na, jetzt fehlt der Stopp-Button. Oh nee, nicht schon wieder. Und? Hat es funktioniert? Nichts hat funktioniert. Du hast die Gläser wieder umgefahren. Warum hast du nicht Stopp gerufen? Ich war abgelenkt. Apropos, du hast nicht zufällig einen rosa Elefanten gesehen. Hast du getrunken? Eigentlich reichlich. Aber es verträgt sich wohl nicht mit den Medikamenten. Kommt mir auch so vor. Meine Reflexe sind weit unter Norm. Sonst wäre er mir nie durch die Lappen gegangen. Wo versteckt sich dieses Mistvieh nur? Ja, wo ist dieser Elefant jetzt, den wir gesehen haben? Hey Mac, na, ist die Welt schon untergegangen? Ich fürchte ja, aber ganz sicher bin ich mir erst, wenn es wieder passiert. Hier läuft ein rosa Elefant herum, der mich beim Einweisen stört, ja. Ein rosa Elefant? Das ist hochgradig beunruhigend. Es könnte die Vorhut einer rosa Stampede sein. Oder der Zeitreset hat einen schadhaften Einfluss auf dein zentrales Nervensystem. Unmöglich. Ich habe mein Nervensystem mit heißem Blei ausgegossen, um meine Vorstellungskraft zu verdoppeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Tja, ich schon. Ja, das Schöne ist, man braucht hier die Sachen nicht vorlesen. Und? Schon irgendwelche Zeitanomalien eingefangen? So funktioniert das nicht. Vielleicht weil das Ganze schon... Falsch rum. Das ist keine Angel. Das ist ein Gerät zur Messung von Quantenüberlagerung. Und da wunderst du dich, dass keiner anbeißt? Ja, weil das alles schon vorgelesen wird. Ich muss dringend diesen rosa Elefanten sehen. Oh ja, das müssen wir. Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen. Nein, von Dr. Gizmo kann ich keine Hilfe erwarten. Ich bin in seiner Praxis nicht gern gesehen, weil ich gerne an den abgelaufenen Medikamenten in seiner Mülltonne herumlutsche. Aha. Okay, Meinst du, bei meinem Traum handelt es sich auch um so eine Zeitanomalie? Möglich. Wovon handelte er? Ich habe eine Elysianerin vor dem Organon gerettet. Und zusammen haben wir... Keine Einzelheiten, bitte. Ich bin mir sicher, dass es nur ein Traum war. Und ein recht verbreiteter dazu. Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Ja. Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Hauptsache, die Gläser bleiben heil. Ja, schon. Aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung... Zu spät. Und er dreht einfach. Lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Und noch eine Runde. Rufus? Bist du da? Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Ich bin ja, starten wir noch einen Versuch. Kommen! 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 Ja! Zeig dich, du Sohn eines feigen Rösseltiers! Hallo!
Und stopp. Nein. Und wieder kaputt. Ach ja, Rufus lässt sich zu leicht ablenken. Und? Frag nicht. Ich muss wohl erst einen Weg finden, diesen lästigen Elefanten loszuwerden. Bevor wir das Ganze dann noch einmal probieren. Hey, Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. Ja. Ich muss dringend diesen rosa Elefanten loswerden. Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen. Nein, von Dr. Gizmo kann ich keine Hilfe erwarten. Ich bin in seiner Praxis nicht gern gesehen, weil ich gerne an den abgelaufenen Medikamenten in seiner Mülltonne herumlutsche. Aha. Okay, er hilft mir also nicht weiter. Man sieht sich früher oder später. Beides nicht ausgeschlossen. Wir gucken uns jetzt im nächsten Part einfach so ein bisschen hier um. Und ich würde mal sagen, das war's für die heutige Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschüss und viel Spaß.